Und damit willkommen zurück zu der roten Pokémon-Edition, die Randomizer Nuzlocke Challenge. Beim letzten Mal habe ich euch natürlich die Regeln erklärt. Wir haben Pokémon bekommen. Wir haben wirklich einen Starter bekommen, und zwar Chigi, was ich ganz gut finde. Und ja, das haben wir eine Wasserdüse genannt. Ich habe noch nicht geguckt, ob ich den Namen richtig geschrieben hatte. Aber ich würde sagen, dann gehen wir mal weiter. Wie gesagt, ab hier zählt halt noch nicht, weil wir noch keine Pokémon-Bälle haben. Ein Rettern. Wow, das wäre auch was. Ein Gift-Pokémon. Ja, das wäre was. Also einmal flüchten bitte. Das werde ich auch noch nicht machen. Noch nicht kämpfen gegen die Wilden. Ja, aber dafür tauchen die jetzt regelmäßig auf Pummeluff. Ehrlich? Ein Pummeluff? Ich weiß halt nicht. Na gut. Ich hoffe, das Rettern kommt. Hi, ich arbeite in einem Pokémon-Supermarkt. Wir verkaufen viele praktische Dinge. Du findest unseren Laden in Britannia City. Am besten gebe ich dir ein Werbegeschenk. Hier bitte, Chris erhält Trank. Okay. Noch ein Kampf ist da. Ein Ratzfatz. Ich glaube, das taucht sogar auf der Route auf, ne? Ich glaube ja. Ey, wieso war das? Nicht wundern, ich mach das immer irgendwie. Dass ich anfange zur Melodie zu summen. Weil die so gut ist. So, dann wollen wir mal. Die ersten Pokébälle werden wir halt dann kriegen von den Gehilfen, glaube ich. Hey, kommst du aus Alabastia? Professor Eich schickt dich. Professor Eich schickt dich, oder? Seine Bestellung ist angekommen. Holst du das Paket für ihn ab? Chris erhält Eispaket. Okay, grüß Okay, grüß Professor Eich von mir. Boah, ey. Ich verhaspel mich auch jedes Mal irgendwie. Aber egal, passt schon. Gut, dass das nicht nervt. Gehen wir natürlich die Abkürzung hier lang. Finde ich schon ganz gut, dass man nicht immer durchs Gras ran braucht. Ja. Aber natürlich drücke ich außerdem so weit hoch, dass ich da oben reinrenne. So. Hallo Professor. Professor Eich. Hallo Chris. Wie geht es deinen Pokémon? Es scheint dich sehr zu mögen. Du musst als Pokémon-Trainer sehr talentiert sein. Du hast etwas für mich? Chris übergibt Professor Eich das Paket. Ah, auf diesen speziellen Pokéball warte ich schon lange. Vielen Dank. Opa! Warum hast du mich hierher bestellt? Ach ja, ich habe eine große Aufgabe für euch. Auf dem Tisch dort seht ihr eine Erfindung von mir, den Pokédex. Er erfasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Er ist eine Art Hai. Tech Lexikon. Professor Eich. Chris Blau. Diese beiden sind für euch. Chris erhält einen Pokédex von Professor Eich. Ein Lexikon über Pokémon. Ein Lexikon über alle Pokémon der Welt. Das war immer mein Traum. Aber ich bin zu alt. Ich schaffe es nicht mehr. Also bitte ich euch, meinen Traum zu verwirklichen. Macht euch auf den Weg, Jungs. Dies ist eines der bedeutendsten Projekte in der Geschichte der Pokémon. Alles klar, Opa. Überlass es ruhig mir. Chris, es tut mir leid, aber ich brauche deine Hilfe nicht. Ich hab's. Ich leihe mir von meiner Schwester eine Karte. Und dir soll sie keine geben. Chris. Dann gehen wir uns mal eine Karte von seiner Schwester holen. Können wir ja trotzdem. Ach. Opa hat dich um eine Botenlange gebeten. Ja, das wird dir weiterhelfen. Chris erhält eine Karte. La 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 la. Ich glaube, das war sogar der hier, ne? Bla 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 bla.
Ich bin Professor Aids Gehilfe. Ich studiere mit ihm die Pokémon. Oder war das Sonic? Ich musste mir die kaufen, ne? Okay, muss ich sie mir kaufen. Hatte die Mutter jetzt was anderes gesagt? Boah, ich habe das echt so lange nicht mehr so ordentlich gespielt. Achso, nur eine kurze Pause. Gut, Pokébälle haben wir halt noch nicht. Müssen uns erstmal welche kaufen. Und dann können wir auf der Route erstmal die Pokémon fangen. Ja. Das wird ein Projekt. Ich weiß noch nicht, wie lange das gehen wird. Kommt halt darauf an, wie gut ich vorankomme. Kommt darauf an, wie viel Pokémon sterben, weil ich erstmal neue kriegen muss. Das wird was. Okay, dann gehen wir uns mal was holen gleich. Hatte der was gegeben? Weiß ich gar nicht. Du kannst den PC... Baba, das ist der PC in der Ecke. Ja, ich weiß. Ich wollte da nicht nochmal aufdrücken. Toll. Gut, dann haben wir das Pokébälle. Hallo. Ja. Ich glaube, es ist da noch nicht mal Trank, ne? Okay. Ja. Das wird auch noch eine Herausforderung. Sagen. Ich höre mal 10 Pokébälle. Der gibt mir nix. Der auch nicht. Was? Tut mir leid, alle Tränke sind ausverkauft. Achso, okay. Jetzt wissen wir, warum da keine gibt. Weil die ausverkauft sind. So. Was haben wir? Och nö, warum Pummelhof? Muss ich das Drecks hier auch noch fangen? Hoffentlich besiege ich das auch nicht. Nee, okay. Haha. Hat kein... Hä, warum hat das keine Wirkung? Kann man mir das mal jemand sagen? Wird trotzdem Pflanzen-Pokémon getriggert oder wie ist das? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare, wenn ihr das wisst, warum. Ja, du sollst drin bleiben. Oder auch nicht. Ging einfach nur daneben. La, 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 la. Das ist Route 1, ne? Wunderbar, Pummel wurde gefangen. Spitzname. Passt das? Ping. Da. Pinker. Ne, das passt nicht. Nee. Okay, ich weiß, wie ich es nenne. Pinky. Kennt ihr noch Pinky und der Brain? Der Pinky und der Brain. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob jemand das von euch kennt. Route 1 war Pummelhof. Einen kleinen Moment. Ich schreibe mir das mal sicherheitshalber alles so auf. Dass ich weiß, wo ich was gefangen habe. Dass ich nicht auf die Idee komme, nur auch woanders was zu fangen. Route 1. So. Habe ich wahrscheinlich gerade falsch geschrieben in der Eile, aber egal. Weiter geht's. Ah, und was hätte ich jetzt gekriegt? Ach, sogar ein Nidoran weiblich. Okay. Und mein Shigi pennt immer noch. Muss ich gleich erstmal heilen gehen. So, ein komisches Pummelhof. Ja. Ich muss gleich mal gucken, was das überhaupt für Attacken hat. La 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 la. Hm.
So. Was kann Pinky denn? Status. Okay, Verteidigung ist halt nicht so gut, alles klar. Nein, das Vieh kann echt nur Gesang. Ist das euer Scheiß Ernst? Irgendwie ja. Du laberst auch nur Müll, ne? Wenn wir jetzt den Schneider haben, müssen wir hier mal zurück. Ich weiß gar nicht, ob er mir dann, man sagt schon, Traumfresser gibt oder was anderes. Hier lag noch ein Item hinten. Mal gucken, was wir bekommen. Ein Carbon gefunden. Ich glaube, vorher war das ein Trank. Ich weiß gar nicht, wofür war Carbon eigentlich nochmal. Ich weiß gar nicht. Was erhöht das? Da würde ich wahrscheinlich nach der Aufnahme nochmal gucken oder eh vergessen haben. Warte mal, das ist Route 22. Da oben ist Gary. Ich weiß nicht, ob wir schon gegen ihn kämpfen sollen dann oder noch nicht. Obwohl, so starke Pokémon hat er ja da nicht. Das gehört ja eigentlich dazu, hier zu kämpfen gegen ihn. Ein Zubat. Zubat kann doch auf Level 4 nur Superschall, oder? Und oder Blutsauger? Boah, ich bin auf jeden Fall schneller. Blutsauger. Okay, machen wir nochmal die Verteidigung ein bisschen weiter runter. Ich will es aber nicht besiegen. Hoffen wir mal, dass ich das nicht platt mache. Deckel! Jo. Das geht ganz gut. Er macht ja halt auch Blutsauger. Ja. Wow. Ja gut, das führt jetzt wieder ein bisschen auf. Auch nur so minimal. Dann Pokéball los! Okay, Zubat wurde gefangen. So, aufgeschrieben. Preis. Wie nenne ich Zubat? Dieses Pokémon lebt in Kolonien an dunklen Orten. Es identifiziert und ortet Ziele mit Ultraschall. Ja, halt eine Fledermaus, ne? Wie soll man Zubat dann bitte schon nennen? Oh Gott, ey. Wenn man keine Ahnung hat, ne? Ach, willst du mich verarschen? Aber was? Dann die Fireball, bla bla bla. Das war der Mausergeweg. Voll professionell. Ich könnte ja ganz mies sein. Blutsauger. Bibi! Nennen. Bibis Beauty Palace. Ich. Warte mal, ich mach mal. Nee, das hat leider nicht so was. Das ist schade. Bibis. Machen wir mal Beauty Palace. Bibis Beauty Palace. Ach toll. Ich komme doch auf dämlichen Namen, ganz ehrlich. Zubat kann dann halt nur. Oder Bibi kann nur. Oh, Verteidigung, Initiative, also Schnelligkeit und Spezialangriff. Oder ist das Spezial? Ne, ich glaube Spezialangriff ist das, oder? Ah ja, nur Blutsauger, okay. Bis maximal Level 14 darf ich trainieren. Gleich kommt aber erstmal der Vetania-Wald.
Aber erstmal gucken wir gegen Gary zu kämpfen. Das Miese ist, wenn wir verlieren. Und das Problem ist, wir halten nicht nur mit dem Chigi kämpfen. Ich mach mal so. Kann ja halt immer noch wechseln. Das wäre gemein, wenn nicht überhaupt nicht wechseln dürfte, wenn das so eine Regel wäre. Ah. Na, was taucht hier noch auf? Und zwar was? Noch ein Zubat. Ich glaube, hier gab es auch nur Nidoran weiblich. Kann ich aber nicht, weiß ich aber nicht genau. War hier noch ein Item, weil hier. Nö. Aber, hey? Muss doch ein Item sein. Egal. Da. Kommt da. Hey Chris! Bist du auf dem Weg zur Pokémon-Liga? Vergiss es, wahrscheinlich besitzt du nicht einmal einen Orden. Die Wache wird dich gar nicht erst durchlassen. Ach, sind deine Pokémon eigentlich stärker geworden? Na, Blau möchte kämpfen, hat zwei Pokémon. Ein Taubsi, Level 9. Und ich habe halt meinen Blutsauger. Taubsi macht Sandwirbel. Wie viel zieht das ab? Ach du heiliger Bimbam. Wasserdüse. Hätte ich die mal doch lieber trainieren sollen vorher. Sandwirbel. Ja, meine Genauigkeit sinkt. Danke, du Drecksvieh. Bleib bei Sandwirbel, aber meine Genauigkeit sinkt halt die ganze Zeit dann dadurch. Windstoß. Wow. Wow. Ach du heiliger Bimbam. Hätte ich mal vielleicht doch nicht machen sollen, oder? Ich mach was. Bleib bloß am Leben, Pinky. Ich glaub, das verreckt. Tschüss, Pinky. Nein, doch nicht. Aber jetzt. Tschüss, Pinky. Ha, das erste Pokémon ist tot. Scheiße. Pinky, war du besiegt. Na toll. Ich glaube, die Statuswirkung von Genauigkeit ist jetzt weg, oder? Mach es platt. Aber warum sind die so scheiße stark? Ja, Attacke ging daneben, danke. Ey, ich drehe hier gleich durch. Dann dürfen wir gleich sofort wieder neu anfangen. Das werden wir auf jeden Fall machen, wenn wir jetzt den zweiten Part schon verrecken. Tschüss, Shigi. Super. Das wird nix. Das wird auf jeden Fall nix. Sag ich ja. Ich hätte mal trainieren sollen vorher. Ja. Tschüss, das war's. Okay. Bin in um 8 gefallen. So. Gut, Leute, aber damit würde ich sagen, nachdem ich die Challenge schon so schnell verloren habe, werden wir das beim nächsten Mal besser machen. War irgendwie klar, dass mir das passieren wird. Damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Pokémon Rot, oder ich würde sagen, wir machen das. Ihr hört jetzt im Moment nichts. Reset. Ich spule mal schnell vor. Neues Spiel. Gespeichert haben wir ja eh nicht. Machen wir das einfach so. Nochmal benennen. Und zwar Chris.
Okay. Du heißt dann wieder blau. Wenn euch das stört, dann macht ein Spurt halt vor. Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir das Pokémon haben. Ups, nochmal aufgedrückt. Obwohl, haben wir ja gleich schon. Man kann ja jetzt wegdrücken. Aber ich glaube, das werden nicht wieder die gleichen sein. Toll. War ja schnell vorbei. Machen wir das schnell so. Das war aber schnell vorbei. Aber jetzt wissen wir fürs nächste Mal. Wir dürfen nicht vor. Wir müssen vorher trainieren nochmal. Ein Knopfhänser. Bleibt das gleich? Irgendwie ist dieser Randomize Kacka. Irgendwie ja. Ja gut Leute, aber ich würde sagen, dann beende ich hier die Aufnahme. Macht die Room, randomize ich die nochmal kurz neu. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao!